Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter hier im Vulkan und ich glaube, wir stehen vor dem Bossfight, aber wir sind gut ausgerüstet mit unserem neuen Hammer und zusätzlich noch dazu mit ordentlich Eisschaden und Feuerabwehr. Ich denke, damit werden wir klarkommen und den Bossfight wuppen. Ich bin gespannt. Uns soll ja eine Feuer-Piranha erwarten. Ja. Da ist sie. Du hast es geschafft, Mario. Ihr böse Leute. Böse Leute sind gekommen, um Stern zu stehlen. Bösen Leuten, die gekommen sind, um Stern zu stehlen, wird wehgetan. Wir es nicht zulassen. Nein. Wir fangen Stern. Wir bekommen Vulkan dafür. Vulkan gehört uns. Gutes Geschäft. Wir dir einheizen. Wir dich klopfen, Mario. Klopfen. Jetzt werden wir weggeklopft. Okay. Starten wir erstmal mit Gumbario. Scanner. Ah ja, wir haben hier quasi einmal die Lava Piranha und einmal die Lava Knospe. Wir starten aber mit der Piranha. Das ist eine Lava Piranha. Dies sind Pflanzen, die es irgendwie geschafft haben, in der Lava zu überleben. 40 KP, Angriffskraft 5. Okay, ist gar nicht so krass, wie ich dachte. Als Angriff speien sie große Feuerbälle. Das nenne ich eine große Blume. Wow. Okay, gar nicht so viele Infos, wie ich dachte. Ich könnte Superbeben machen. Ich habe aber auch den Powersprung. Ich glaube aber, Superbeben ist bei der Sache mit dem neuen Hammer und dem Eisschaden drauf erstmal die beste Sache. Ich probiere es mal. Mal gucken, was passiert. Jo, überall 5 Schaden. Das kann man sich auf jeden Fall erstmal sehen lassen. Okay, 3 Schaden. Geblockt. So, das wird jetzt ein bisschen dicker, denke ich. Okay, das habe ich nicht geblockt. Gut, der Schaden war auf jeden Fall ordentlich. Unsere Sternpunkte sind aktuell gar nicht so hoch. Ich scanne auf jeden Fall nochmal die Knospe. Das ist eine Lava-Knospe. Lava-Knospen sprießen aus dem Stamm von Lava-Piranhas. Sie lieben es, von Lava umgeben zu sein. Hey, wenn du eine Feuerpflanze wärst, würde es dir auch gefallen? Maximale KP 8, Verteidigung 5. Ach, dann sind die ja gleich tot. Sie spucken mit kleinen Samenkörnern oder anderen Projektilen nach dir. Die Angriffskraft beträgt 4. Ja, dann haben wir die jetzt. Dann machen wir jetzt mal ein schönes Superbeben. Zack. Und dann sind die Kleinen tot. Die Große lebt noch. Okay. Schwer auszuweichen auf jeden Fall. Ja, und jetzt können wir auf jeden Fall erstmal Mitglied wechseln. Und ich hätte gesagt, Sushi ist jetzt unser Fisch. Ja. Und ich glaube, ich habe auch Bock, Mario erstmal ein bisschen mehr zu schützen. Machen wir mal. So, 4 Runden oder 4 Punkte, keine Ahnung. Verteidigung plus 1, ne? Das ist erstmal geil. So, an sich ist Mario sowieso erstmal aus dem Schneider. Dementsprechend, wir machen jetzt erstmal. Ah, shit. Ist wieder komisch. Alles klar. Weniger Schaden, ist schon mal sehr gut. Okay. Wir machen gleich nochmal den Jump. Okay. Das war gut. Warum habe ich eben 5 Schaden gemacht? Das war irgendwie... Hä? Warum? So, feuert Wasserstrahl ab. Gut gegen Feuergegner. Ha. Ich find den gar nicht so krass, den Wasserstrahl, ehrlich gesagt. So, was macht denn der Powersprung?
7 Schaden, okay. Hey, wir haben noch die Pflanze gleich. Das war der Gegner? Das war der Endgegner? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Sieben Schaden. Ja, ich wollte schon sagen, das war's doch noch nicht. Das war doch viel zu einfach. Zweite Runde, genau. Okay. Was hat man gerade so? Ein wahrer Superpilz. Lebensretter. Stellt 10 KP her, wenn Mario besiegt wird. Also davon haben wir noch zwei. Gelee Royal. Ich brauche BP gerade. Ich brauche gerade echt BP. Dementsprechend, ich würde sagen... Erfrischung, oder? Wir machen erstmal eine Erfrischung. Und dann einen Tsunami. So, Tsunami. Ah ja, das war das. Oh Gott. Okay. Ja. Mal sehen, wie viel Schaden wir machen. Oh ja. Zumindest die Kleinen sind direkt tot. Das gefällt mir. Mario, du sollst nicht alleine kämpfen müssen. Colorado wird dir beistehen. Heya! Was? Au, 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 Eis. Oh, wie das brennt. Super hast du es gemacht. Bist ein toller Typ. Und tschüss. Tut mir leid, alter Kumpel, aber mehr kann ich im Moment nicht tun. Viel Glück mit dem Gesocks. Mit dem Gesocks? Okay, der Wasserblock zeigt keine Wirkung mehr. Aber wir haben quasi jetzt eine Runde gewonnen, hä? Aber das ist doch nicht schlecht. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal BP. Egal was ihr sagt, wir brauchen BP. Also der Tsunami war auf jeden Fall geil. Ich würde Mario jetzt aber auf jeden Fall wieder einen Block geben, oder? Und vielleicht nochmal einen Stern? Ich mache gleich nochmal Erfrischung. Wir machen nochmal Erfrischung. 5 BP, 5 Heal Points. Und gehen erstmal... auf den Wasserblock. Wir sorgen erstmal dafür, dass wir wieder eine gute Verteidigung haben. So. Wasserblock. Let's go. Sehr schön. Wieder perfekt. So, Wasserblock schützt uns und... die fangen wieder an zu brennen, oder wie? Ja, die sind wieder am Start. Aber kein Problem, wir können wieder einen Tsunami machen. Kein Problem. Trotzdem werde ich jetzt wieder ein Item benutzen. Und zwar ein Ahornsirup. 10 BP. Ich habe halt noch 50, aber ich glaube, das will ich nicht einsetzen. Noch nicht zumindest. Wir machen das Ahornsirup. So. Und dann machen wir nochmal den Tsunami. Okay, let's go. Das war, glaube ich, ziemlich gut, ne? Jo. Geilo. Und der ist wieder gestunt. Hä? Wie gut. Okay. Ich mache einen normalen Jump. Oder? Ja. So, 2x3 Schaden. Sehr schön. Und dann machen wir eine Bauchlandung. Ja, ich gebe, glaube ich, mal keine BP aus. Ich mache eine Bauchlandung. Drücke nach links und lass los, wenn aufleuchtet. Let's go. Ja, nochmal 5 Schaden. Und dann müssen wir in der nächsten Runde gewonnen haben, oder? Der fängt jetzt wieder an zu fackeln. Aber wenn ich die alle besiege mit einem Schlag, dann sind die ja gestunt. Das ist ja easy. Wir machen das gleich nochmal. Tsunami, let's go. Ja, das war jetzt nicht ganz so gut, aber ich glaube, es reicht, um die Kleinen wieder zu besiegen. Jo. Alle wieder gestunt. Hä? Also ganz ehrlich, war ein echt leichter Boss.
So, und tschüssi. Wir haben gewonnen, Leute. Es sei denn, es kommt noch eine dritte Phase. Dann wäre ich überrascht. Weil jetzt würde so der Punkt sein, wo ich sage, ja, da ist der Boss gut zu Ende. Ist er auch. Okay, nice. Colorado. Nun so viel dazu. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem Schatz, nicht? Lass uns gehen. Also, ich weiß nicht, ob da noch was dazwischen steht. Das werden wir sehen. Aber wir bekommen erstmal 9 Stern. Ah, schön. Das war Kapitel 5, ne? Soweit ich weiß. Bin gespannt, was wir für eine neue Fähigkeit bekommen. Let's go. Schön, 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 schön. Ja, auf jeden Fall müssen wir nochmal in den Vulkan rein, Leute. Denn wir haben noch einige Geheimnisse hier zu finden. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Denn wir waren auf jeden Fall 2, 3 Wege, sind wir noch nicht gegangen. Und wir haben mit dem neuen Hammer noch nicht alles zerkloppt. Tief im brödelnden Bauch des Lava-Lava-Bergs pflückte Mario eine sehr eigenartige Pflanze und rettete Miss Star vor einem feurigen Ende. Doch der Schatz, den Colorado suchte, muss erst noch gefunden werden. Wo könnte er wohl sein? Was ist das? Etwas Seltsames geht hier vor. Ja, im Bowsers Schloss wahrscheinlich wieder, ne? Oh nein, bricht jetzt der Vulkan aus? Nee, bitte nicht. Mario! Hier entlang! Wir müssen uns beeilen! Ich will nicht! Ne, raus hier! Du musst auch mitkommen, Colorado, komm! Der Schatz scheint nicht hier zu sein! Vermaledeit! Wo kann er nur sein? Jo, also ist eigentlich auch egal, weil sonst gleich tot, du! Komm mit! Ich nehme. Warte, warte mit! Nochmal zum Checken! Let's go! Aha, der Schatz! Ah, nein! Es ist... so eine Art Seestern? Ein Seestern. So, jetzt steigt erstmal der Lavaspiegel an, wa? Was machst du da? Das reicht nicht. Das Abenteuer ist so lange nicht vorbei. Ist so lange nicht vorbei, bis der Schatz gefunden wurde. Ah, aber jetzt natürlich. Aber ja, natürlich. Vermutlich hat ihn diese schreckliche Feuerkreatur irgendwo versteckt. Ja, so muss es sein. Ich laufe rasch zurück und überprüfe das mal. Was hat dieses Beben zu bedeuten? Wahrscheinlich gar nichts. Sicher nur ein paar Kinder mit Krachern. Was? Und jetzt zum Schatz. Nein, warte. Ah, heiß, so heiß. Das ist doch Lava. Sie kommt näher. Wir müssen fliehen. Nein, der Schatz ist auch hier. Ich weiß es. Mario, der Vulkan wird jeden Moment ausbrechen. Es ist viel zu gefährlich, den Weg, in den du gekommen bist, wieder zurückzugehen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Macht sie das jetzt? Ich spüre einen leichten Luftzug aus diesem Spalt in der Wand. Dahinter könnte eine Höhle sein. Mario, kannst du diese Wand sprengen? Kann ich das mit dem Hammer? Ja. Mal überlegen. Bombette, kannst du das sprengen? Alter. Gigabombe. Mario, schnell. Die Lava steigt. Nein, das ist Buch. Ich will was. Falls es hier Geheimnisse gibt, dann nehme ich sie mit. Ah, ich wusste es. Endlich. Der Schatz ist greifbar nahe. So nahe. Ich kann nicht widerstehen. Bei den Sternen. Ich werde mein Leben für diesen Schatz aufs Spiel setzen. Mach's nicht. Ich meine, ich muss ja sowieso nochmal wiederkommen. Das ist quasi ein Indiz dafür. Mein Schatz. Na. Weil die Stirn weggebrannt. Oh, da ist er doch, der Schatz. Der kommt mit hoch. Genau. Na klar. Njong. Na toll, wo ist denn das? Speichern und weiter. Toll, irgendwo im Dschungel ist der Schatz gelandet. Danke.
erstmal wieder Prinzessin Peachs Abenteuer. Hey, Twink. Wollen wir uns nochmal von hier rausschleichen? Wollen wir es wagen? Prinzessin Peach, du bist so wagemutig geworden. Und ich dachte, du wärst so sanftmütig und zerbrechlich. Oh, ich bin zerbrechlich. Ich benehme mich wie eine wohlerzogene Prinzessin, so wie ich es von den Ministern gelernt habe. Ich bin gerne zerbrechlich. Okay. Ich glaube dir, Peach. Du bist eine Prinzessin. Aber egal, lass es uns tun. Lass es uns tun. Let's go. Der Red Button. Mal sehen, was wir heute herausfinden in Prinzessin Peachs Abenteuern. Ich bin gespannt. Erstmal einen Schluck Kaffee. Okay, hier ist nichts weiter. Let's go. So, wir müssen jetzt theoretisch... Also ich denke mal, wir kommen jetzt erstmal wieder... Wir können erstmal wieder hier rausgehen, ne? So. Und beim letzten... Beim letzten Mal... Wir waren, glaube ich, da drinne. Aber hier waren wir nicht drinne. Oder? Weil wir dachten, das hier sieht nach Küche aus. Genau. Hallo? Ist sich jemand? Irgendjemand versteckt sich im Schrank. Und wir haben noch eine Schatzkiste. Fortuna-Orden. In einem Notfall wird jeglicher Schaden halbiert. Aber wann... Jetzt sind wir wieder bei der Sache. Wann ist es denn ein Notfall? Ich möchte den Orden übrigens erstmal in die Kiste legen. Geh weg. Ne, weil... Oh, shit. Oh, Mann. Prinzessin Peach, oh, was ist mit euch? Geht weg. Ihr stinkt. No. Weil wir haben jetzt irgendwie... einige von euch haben ja geschrieben... Es ist erst Notfall, wenn ich nur noch ein KP habe. Wenn ich ein KP habe, nützt mir der halbierte Schaden halt auch nichts, ne? Also wirklich nüscht. Boah, ich finde die so nervig, ey. Ist ja schön, dass hier so gut bewacht ist und so, ne? Aber ich brauche keine Wachen. So, das war doch hier, oder? Ja. So, Fortuna-Orden rein damit. Sehr schön. Was ist das hier? Das sieht komisch aus. Okay, dann nochmal zurücklatschen und gucken, was da im Schrank los ist, ne? Ja, wahrscheinlich ist da eh nochmal so eine kleine Mini-Quest irgendwie mit dabei. So. In den anderen Räumen waren wir ja schon, glaube ich. Das war ja alles leer, glaube ich zumindest noch. Laut meinen Gedanken. So. Hallo, ist da jemand? Nö. So, was ist denn los? Wer ist denn hier? Oh, ein Tod. Hallöchen. Oh nein, man hat mich gefunden. Wie? Prinzessin Peach? Ihr seid wohl auf. Den Sternen sei Dank. Vor allem, er sagt, ist da jemand? Nein, man hat mich gefunden. Du bist so ein Tod aus dem Palast. Wie lange hast du dich hier schon versteckt? Schon seit Bowser hier ist. Ich hatte solche Angst, dass ich in diesem Schrank gesprungen bin. Ich werde mich hier verstecken, bis Mario kommt und uns alle rettet. Prinzessin Peach, ihr solltet euch auch verstecken. Es ist hier viel zu gefährlich. Macht bitte nichts Unüberlegtes. Ach so, das war's. Ach so. Na toll. Okay. Viel Spaß dort. So, in die Küche gehe ich nicht nochmal. Hier mal wieder. Das war knapp. Hier komme ich ja nicht rein, oder? Nee. Wetterriegel vorm Schloss. Okay, dann doch da hinten vielleicht. Also beim letzten Mal war da hinten der Raum leer. Ob es diesmal auch so ist, das, Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, abonnieren. Und ja, wieder einschalten zu Paper Mario. Und dann geht's weiter im Dschungel oder auch im Vulkan. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.